Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Makerlein. Vor geraumer Zeit haben wir uns dieses schöne Teil hier angeschaut. Das ist ein Produkt der Firma Edelkrone, nennt sich Flex Tilt Head. Und ja, wir haben darüber schon mal ein Video gemacht, darüber wird das Video hier jetzt nicht gehen. Nein, was ich euch sagen möchte, ist einfach, das hier ist ein Produkt, was man zum Teil selbst drucken kann und zum Teil in einem Kit von Edelkrone Metallteile, beziehungsweise hier oben so eine Anti-Rutsch-Auflage entsprechend bekommt. Und hier noch ein paar Schräubchen. Und das bekommt man halt von Edelkrone geliefert und den Rest kann man sich drucken. Davon habe ich damals gesagt, gibt es insgesamt 3 Sets. Mittlerweile ist ein 4. Set rausgekommen. Das ist der sogenannte Phone Clip, den habe ich hier. Und ich habe diesen Phone Clip zum Anlass genommen, dass wir einfach mal die restlichen Teile drucken. Das erste habt ihr schon mal im Vorspann gesehen, beziehungsweise das ist schon das zweite. Das war hier dieses Teil hier. Das ist das sogenannte Pocket Watch. Hoppala. Es gibt manchmal ein bisschen schwer, das Ganze auseinanderzukriegen, aber ihr seht schon, es ist relativ kompakt und kann dann, wenn ich es richtig hinkriege, ja, so, schon relativ massiv entsprechend sich ausweiten. Ja, ist schon ganz cool, kann man benutzen, um verschiedene Sachen zu machen. Finde ich, ist eine geniale Lösung. Man kann es natürlich jetzt oben die Kamera draufpacken, wie ich das jetzt vorgedacht habe, und kann dann hier oben das Ganze als Kameragriff halt benutzen, unten noch ein Licht draufpacken und schon ist gut. Und man kann das Ganze natürlich auch, wie ich es eben schon gezeigt habe, ich hoffe, ich kriege es wieder hin, ne? so rum, Lirum, Larum, Löffelstiel, blub. Und schon ist es entsprechend richtig schön kompakt und knallig und kann es dann einfach in die Hosentasche packen. Das erste, was ich aber gedruckt habe, war der sogenannte Skater. Und den habe ich gedruckt, ohne es zu filmen, weil es mir einfach so sehr unter den Fingernägeln gebrannt hat. Und das Teil seht ihr hier. Und wer jetzt im letzten Video aufmerksam zugeguckt hat, weiß, dass da etwas drin vorgekommen ist. Also das mit dem Video über Refills und warum jeder Hersteller das machen sollte. Wer es nicht gesehen hat, kann sich das gerne hier nochmal angucken. Dort habe ich entsprechend dieses Gerät schon verwendet oder dieses Tool. Und habe die Kamera einfach mal drauf gespannt und habe schon mal ein paar Szenen gefilmt, die ziemlich cool sind. Damit kann man nämlich nicht nur gerade fahren, sondern auch, wie ihr sehen könnt, blub, im Kreis. Das heißt, man kann einen sogenannten Orbit machen. Das heißt, die Kamera könnte man dann blub, so ausrichten oder so ausrichten und könnte dann die Umgebung filmen oder aber auch andersrum halt entsprechend um ein Objekt herumfahren und könnte das Objekt filmen. Das ist der sogenannte Orbit-Effekt. Es gibt aber auch noch einen anderen Effekt und den habe ich mit diesem Teil instant hinbekommen. Das ist der sogenannte Vertigo oder aber auch Dolly Zoom Effekt. Das Geniale an dem Dolly Zoom Effekt ist, es ist ein ziemlich bizarrer Effekt. Und zwar fährt man einfach die Kamera nach hinten oder nach vorne und zoomt dann, das kann ich jetzt mit dem Objektiv leider nicht machen, weil es kein Zoom-Objektiv ist, und zoomt dann entsprechend entgegengesetzt der Bewegung, in die sich die Kamera bewegt, und zoomt dann entgegen der Richtung, in die sich die Kamera bewegt, mit dem Objektiv rein oder raus. Dadurch hat man das Gefühl, dass das Objekt, das fokussierte Objekt, an Ort und Stelle bleibt, aber der Hintergrund sich bewegt. Und das ist ein ziemlich bizarrer Effekt, den ich ziemlich cool finde. Und den habe ich vorher schon mal versucht, mit der Hand hinzukriegen, ganz einfach so aus der Hand rausgefilmt. Aber dafür bin ich einfach zu zittrig und einfach zu wackelig, weil wenn man zu wackelig ist, ist der ganze Effekt nämlich entsprechend im Eimer. Und das ist natürlich mega doof. Mit dem Teil habe ich es instant hinbekommen und fand das echt cool. Und das ist nicht das erste Gerät in dieser, oder das erste Werkzeug in dieser Kategorie, das ich versucht habe, mir zu besorgen. Ich habe schon mal auf Kickstarter das hier entsprechend unterstützt. Das ist nämlich das sogenannte Movie. So nennt sich das gute Stück. Man kann hier die Rollen ausklappen und kann dann damit, identisch wie beim Skater, man sieht schon, entsprechend geradeaus fahren, nur einen gewissen Winkel halt um die Kurve fahren. Aber man kann auch geradeaus fahren. Aber ihr merkt schon, die Belastungsgrenze, weil das halt aus, naja, sehr dünnem, billigen Kunststoff und Hartplastik ist, ist halt, naja, nicht ganz so toll. Und hier unten drunter, ehrlich gesagt, sieht man schon direkt die Plankenkugellager. Und das ist natürlich dann schon mal ein bisschen, naja, nicht so optimal für große Kameras wie zum Beispiel die A7 III mit einem schweren Objektiv oder sowas drauf. Das kann man aber einfach mit diesem Skater hier machen von Edelkrone. Und das war halt ein Grund, warum ich das Teil haben wollte. Der Grund, warum ich das Movie haben wollte, war,
dass hier noch so ein Motor mit dabei ist. Und nun muss ich mir überlegen, ob ich langfristig vielleicht nochmal ein Projekt mache, wo ich dann entsprechend an den Edelkrone nochmal einen Motor dran zaubere. Ihr könnt ja mal in die Videobeschreibung unten schreiben, ob euch sowas interessieren würde. Und wie gesagt, das Viertel-Kit im Sortiment ist natürlich, ich habe es hier schon mal ausgepackt, der Phone Grip. Und den bauen wir jetzt einfach mal zusammen und dann gucken wir uns mal an, was man damit anfangen kann. Da ist das letzte Set auch fertig und wie ihr sehen könnt, das kommt ziemlich voll ausgestattet mit. Ich habe jetzt hier gerade mal entsprechend zwei Adapterplatten rein gemacht, einfach, dass man hier auch mal eine Fernbedienung wie die von Rolle entsprechend reinpacken kann, um sie am Stativ festzumachen. Wenn man irgendwelche Langzeitbelichtungen macht, ist das ganz cool. Ist also nicht nur für Videografen, sondern auch für Fotografen. Da werden solche Adapterplatten entsprechend mitgedruckt. Ansonsten, klar, man kann hier sein Smartphone reinpacken. Tada! Und kann das jetzt hier hinten, na, wo ist der Ansatz? Da. Kann das jetzt hier hinten entsprechend um das Stativbein wickeln. Einmal hier durch. Und schon hält es fest. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, hier entsprechend das Ganze, was weiß ich, blub. So ein bisschen Smartphone-Gimbal-like an so einem Griff festzumachen. Den druckt auch automatisch mit, entsprechend, wenn ihr das Set druckt. Das ist, finde ich, ziemlich genial und ziemlich durchdacht. Hier hat man nochmal so einen Gewindeeinlass für einen Blitzschuh-Adapter. Das ist schon mal ziemlich cool. Also insgesamt, oh, da ist die Taschenlampe an. Also insgesamt eine ganz coole Sache. Finde ich. Auch der Pocket Shot, den werde ich auch öfters mal einpacken, wenn ich wieder die Gelegenheit bekomme, auf Messen zu gehen oder wenn ich mal wieder die Gelegenheit habe, entsprechend unterwegs zu sein für euch. Da werde ich das Ding mit Sicherheit einpacken. André wird es mir bestimmt danken. Und last but not least, in jedem Video wird mit Sicherheit in jedem Video dieses Teil hier zum Einsatz kommen, um ein bisschen B-Roll zu drehen, auch in diesem Video wieder. Ihr werdet jetzt noch ein bisschen zugeballert damit, mit ein paar Aufnahmen, die ich mit dem Teil hier mache. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing!